Hallo Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ihr seht es wahrscheinlich schon hier. Heute wird es einen gigantischen Haul geben. Also nein, eigentlich so gigantisch ist er gar nicht. Aber es wird am Ende des Videos noch eine Verlosung kommen. Wer meine China-Shop-Videos gesehen hat, weiß, dass ich einige Teile davon geholt habe, um sie zu verlosen. Und heute werde ich 3 Teile verlosen. Also guckt auf jeden Fall am Ende, was von den 3 Teilen ihr haben möchtet. Aber alles weitere genaue erfahrt ihr dann hinten. Kommen wir auf jeden Fall mal zu den Teilen, die ich mir hier, ja Leute, das gibt es auch noch, hier in Deutschland gekauft habe, nicht in China. Woo! Legen wir los mit dem Video. Beginnen wir mal mit einem meiner liebsten Lieblingssachen. Und ihr seht vielleicht jetzt schon einen kleinen Sneak. Und zwar ist es ein Kleid von H&M. Und Leute, einfach pure Liebe. Es war reduziert. Seit ich ausgezogen bin, darf ich auch bei H&M online bestellen. Meine Mom wollte das irgendwie immer nie. Auf jeden Fall mache ich es jetzt. Und immer wenn die versandkostenlos Aktionen haben, dann bestelle ich da, weil sonst denke ich mir so, okay, kann ich auch zu H&M um die Ecke laufen. Aber ich habe mir hier ein wunderschönes Paillettenkleid bestellt. Und das war von 70 Euro auf 17 Euro reduziert. Und ich finde, diese Farbe steht mir voll. Also auch wenn ich ein bisschen bräuner bin oder wenn ich so weiß bin. Ich finde, dunkelrot geht immer klar. Und für besondere Anlässe ist so ein Paillettenkleid eine sehr, sehr schöne Sache. Oh, da fällt mir ein, was ich mir dazu bestellt habe. Aber das zeige ich euch gleich. Passend dazu habe ich mir, weil ich das mal der Freundin von mir gesehen habe, darf man sowas überhaupt zeigen? Auf jeden Fall habe ich mir einen BH bestellt, der so hautfarbend ist. Ich hoffe, dass der mir passt, weil da stand irgendwie so eine, also für 2 Cup-Größen, also für 2 Buchstaben. Wird schon. Keine Ahnung, ich habe ihn um echt zu sein immer noch nicht anprobiert. Aber es war die größte Größe und da dachte ich mir einfach, wie ich das mal aus. Ist der so hier ein bisschen tiefer ausgeschnitten und den kann man rückenfrei binden. Ich weiß noch nicht genau wie, aber hier ist noch so ein Dingens und dann kannst du das irgendwie so rückenfrei binden. Und der kostet eigentlich immer 20 Euro. Den gibt es in schwarz und in hautfarben, glaube ich. Und vielleicht noch in weiß, keine Ahnung. Ich dachte, so hautfarben ist passend für alles. Also frag mich nicht, warum ich hautfarben gewählt habe. Auf jeden Fall hat der nur noch 7 Euro gekostet, 7,99. Und da dachte ich mir, den wollte ich schon immer mal ausprobieren. Ich versuche es jetzt mal mit diesem süßen Stück hier. Ich überlege gerade, habe ich noch was von H&M? Dann kann ich das mal ein bisschen sortieren. Aber ich glaube, das war es auch schon mit H&M. Machen wir weiter mit einem Teil von Bershka. Und da habe ich mir diesen coolen Rock hier geholt. Den habe ich auch schon in Grau. Ich bestelle mir bei Bershka immer... Ach, bestell. Ich hole mir bei Röcken total oft immer XS, weil ich immer will, dass die wirklich möglichst eng sind, damit die nicht irgendwo hinrutschen. Und ich habe einen ziemlich großen Po, muss ich wirklich so sagen. Und auch dann passt XS bei diesen Röcken, wenn ihr eine schmale Taille habt. Also, ich hole mir Röcke lieber immer etwas enger anstatt zu locker, weil ich finde, wenn die so Falten werfen, ist das immer nicht so schön. Auf jeden Fall ein stretchy Rock, der so überschlagen ist, finde ich mega hübsch, auch in der Farbe. Ich liebe Weinrot. Oh, von Bershka habe ich sogar noch 2 Sachen. Und zwar zeige ich euch jetzt eine Bomberjacke, nach der mich so viele nach meinem in der Öffentlichkeit gekotzt Video gefragt haben. Und das ist diese Jacke hier, Leute. Die ist so Champagner-Goldfarben. Ich finde die Farbe irgendwie mega cool, auch jetzt zu meiner neuen Haarfarbe. Ich hatte die erst in Khaki an, aber ich dachte so, nee Mann, die Farbe ist irgendwie viel geiler. Meine Freundin hat sich die dann in Khaki geholt. Die habe ich mir in Größe M geholt, weil es nur noch M gab. Ich glaube, S wäre vielleicht ein ganz bisschen besser gewesen, aber so Oversize mag ich eigentlich voll gerne. Die war, Leute, ich habe sogar noch das Preisschild dran. Ja, ich habe das Video mit einer Jacke mit Preisschild gedreht. Die war von 30 Euro auf 9,99 Euro reduziert. Wie bitte? Ich konnte es nicht fassen, für eine Bomberjacke 10 Euro, hallo. Und sie ist so cool, im Frühling freue ich mich schon so, sie anzuziehen. Oder so halt in Videos. Soll ich sie mal jetzt anziehen? Ich liebe sie einfach. Als ob sie nicht cool aussieht. Aber zu dem T-Shirt jetzt vielleicht nicht unbedingt. Aber ich finde sie echt richtig geil. Das ist übrigens das Merch von meinem Freund. Also ich denke mal, viele von euch wissen das schon, aber finde ich irgendwie voll chillig. Ich mache jetzt übrigens auch bald eigenen Merch. Also ich habe schon mit einer Firma Kontakt und ich habe denen auch schon meine eigenen Designs geschickt, weil wir kreieren das halt zusammen. Ich habe denen meine Entwürfe geschickt und jetzt warte ich noch darauf, was die dazu sagen und macht euch auf jeden Fall in ein paar Wochen auf Merch gefasst. Ihr könnt ja mal in den Kommentaren raten, was es jetzt geworden ist. Aber ich sage euch mal so viel, es ist sehr schlicht gehalten, damit es auch tragbar ist. Mir ist es sehr, sehr wichtig, dass es modisch aussieht. Mehr sage ich jetzt mal nicht. Und was ich mir noch bei Bershka... Oh, ich habe noch einen Teil von Bershka gleich. Ich habe mir Schuhe mitgenommen und um ehrlich zu sein, habe ich immer so Instagramerinnen gesehen und ich dachte immer so, irgendwie sehen die Schuhe cool aus. Aber Leute, mir stehen keine Spitzenschuhe. Und diese Schuhe, um die es sich handelt, sehen so aus. Ich zeige die euch jetzt gleich nochmal, obwohl man sieht es, oder?
Das sind so Ballerinas und ich finde die in jedem Online-Shop immer nur so mit ganz, ganz spitz vorne. Aber ich habe sie jetzt ein bisschen runder gefunden. Und das Besondere an den Schuhen ist, dass man sie so schnüren kann. Also die sind hier so gekreuzt geschnürt und dann kann man sie noch am Bein lang schnüren. Und ich finde das so mega hübsch, wirklich Leute. Ich hasse Ballerinas über alles. Marcel hat mir gesagt, er mag Ballerinas an Frauen. Und um ehrlich zu sein, lasse ich mich von sowas übertrieben beeinflussen. Und aber ich finde halt diese Ballerinas auf Bildern immer so mega schön. Und spitze Schuhe stehen mir nicht. Und dann habe ich die gesehen und ich dachte so, ich probiere es jetzt einfach. Vor allem Leute, wisst ihr, warum ich es probiert habe? Seht ihr diesen roten Zettel hier? 19,99 € haben die vorher gekostet. Dafür hätte ich sie, glaube ich, nicht gekauft, weil ich mir einfach nicht sicher mit denen bin. Sie waren auf 5,99 € reduziert und ich dachte so, Alter, für 6 Euro. I tried out. I make my man happy. I make me maybe happy, so... Das war zwar ein Pose, aber ich habe die echt lieb. Die sehen echt hübsch aus. Yes. Auch natürlich für den Frühling, Sommer. Also im Frühling, Sommer, ja. Was laber ich hier eigentlich? Und das letzte Teil, was ich mir bei Bershka gekauft habe, auch im Sale, Leute. Also schlag zu, falls ihr davon noch was haben wollt. Der Haul ist jetzt hier mega aktuell, habe ich gerade gemerkt. Also fast alle Sachen müssen noch erhältlich sein. Auch in M habe ich mir einen Pullover geholt. M, ich dachte, das wäre S. Der ist schon, der fällt schon relativ eng aus. Wie wäre dann S gewesen, hä? Auf jeden Fall ist das so eine pastellige Farbe und sieht so gestrickt aus. Und so, auf sowas stehe ich halt volle Kanne. Und der war von 19,99 € auf 7,99 € reduziert. Und da dachte ich mir... Für so einen süßen Strickpullover, ich mag halt, wenn Pullover so oben so ein bisschen enger sind, also keinen Ausschnitt haben. Und dann fällt er hier so ganz schön cool und ich trage immer High-Waist-Hosen und dann dachte ich mir so, komm Schnitt, Baby. Also um ehrlich zu sein, habe ich den kurz an der Kasse, ohne anzuprobieren, mitgenommen, weil er da so hing und er hat mir irgendwie so leid getan. Und dann, Leute, ihr seht's, ich habe ein Jacken- und ein Pullover-Problem. Machen wir weiter mit einer Jacke. Ich ziehe sie jetzt hier schon her und ich habe schon in meinem Vlog, den ihr vor 2 Tagen gesehen haben müsstet, wenn nicht, dann ist auf jeden Fall gleich nochmal am Ende des Videos und in der Infobox verlinkt. Der heißt Ein Tag mit Sonny Loops. Auf jeden Fall habe ich mir da eine Jacke gekauft und das habe ich euch da schon erzählt. Leute, es war Liebe auf den ersten Blick. Ich wollte für Marcel was zum Valentinstag holen. Und shame on me, ich habe wirklich nichts gefunden. Ich finde, für Marcel ist das mega, mega schwer, weil... Ja, ich weiß nicht. Ich tue mich einfach mit Jungsgeschenken mega schwer. Ist so. Ist einfach so. Und dann habe ich mir, war ich bei Zara und dachte so, ich bringe ihm eine Klamotte mit, so. Aber ich habe da irgendwie auch keine coolen gefunden. Und natürlich bin ich in der Männerabteilung von Zara und suche eigentlich ein Geschenk für meinen Freund und finde etwas für mich. Es ist irgendwie immer so. Keine Ahnung. Immer wenn ich am wenigsten für mich suche, finde ich was für mich. Und da habe ich im Sale eine Jeansjacke gefunden, die so aussieht, Leute. Ich finde sie so mega geil. Sie ist so ganz, ganz bisschen oversized, weil ich sie in M geholt habe. Und sie war von 69,99 €, also von 70 Euro auf 19,99 € auf 20 Euro reduziert. Hallo, wie viel Prozent sind das? Schon ganz schön 4%. Auf jeden Fall finde ich sie voll cool. Ich liebe so diesen Nieten-Look. Sieht jetzt auch richtig scheiße aus zum T-Shirt, aber ich liebe die einfach. Oh, ich habe mir dieses Schild gerade so in den Rücken gerammt. Halleluja. Auf jeden Fall finde ich das so mega cool. Das sieht so geil aus. Krempelt und ach man, sie ist einfach geil. Ich bin so mega happy, dass ich die gefunden habe. Ich liebe eh im Frühling so Jeansjacken zu tragen und ich war die ganze Zeit auf der Suche nach so einer schwarzen und mit Nieten. Perfekto. Ich finde sie wirklich richtig, richtig hübsch. Sie hat so schöne Details auch an den Taschen. Leute, was war denn das für ein Schnäppchen bitte? Das war Schicksal. Sorry. Dann haben mich in meinem letzten China-Shop versus... Realität versus Werbung, Werbung versus Realität Video. Alle Leute fast gefragt, woher ich denn meinen Pullover hatte, den ich auch schließlich im Video anhatte. Und das habe ich wirklich voll vergessen zu sagen. Der sah so aus Samt. Und den habe ich auch von Shein. Also ich habe Shein getestet und ich hatte den Pullover auch von Shein und ich habe das irgendwie vergessen zu sagen. Der hat auch noch hier unten so eine Details. Wie viel der gekostet hat, weiß ich leider nicht, weil ich die Sachen zugeschickt bekommen habe. Den habe ich auf jeden Fall von Shein. Die haben eh so richtig viele Sachen mit Samt, also falls ihr darauf Bock habt, dann... Ich kriege dafür kein Cash, dass ich das sage, aber schaut da mal vorbei. Vorbei, ich bin ja nett und so, ne? Dann war ich bei L'Oreal auf einem Atelier-Opening eingeladen. Da habe ich euch auch einen Vlog zugedreht. Ich weiß leider nicht mehr, wann der war. Auch vor 2, 3 Tagen. Auch unten in der Infobox verlinkt.
Und da habe ich eine Goodie-Bag bekommen und die Goodie-Bag war das hier. Das sieht so cool aus. Ich finde die echt mega schön. Das ist so eine Klatsch mit so einer Kette. Finde ich übercool mit diesen Patches. Das war es auch schon mit den Sachen, die ich mir gekauft habe. Aber Leute, nicht ausschalten, denn jetzt kommt ja noch eine Verlosung. I'm nervous. Leute, ihr seht es vielleicht schon. Es sind drei Sachen. Eine Sache, über die sich die Meinungen gespalten haben. AF, wirklich. Eine Sache, die ungefähr jeder haben wollte. Fangen wir mal an mit der Sache, die jeder haben wollte, Leute, okay? Ich erkläre euch aber erstmal die Spielregeln. Ihr macht jetzt von der Sache, die ihr haben wollt, einen Screenshot und schickt ihn mir auf Insta Direct. Verstanden soweit? Ja, oder? Auf jeden Fall müsst ihr mir dafür auf Instagram folgen und mir dort dann eine Direct Message schicken mit dem Bild von dem Kleidungsstück, also mit dem Screenshot aus diesem Video, das ihr haben wollt. Genau, ist ganz einfach. Ich werde mir dann daraus Gewinner aussuchen. Ach so, ha! Leute, und übrigens mein Sticker-Album, was ich verlost habe, das geht an Jenny irgendwas. Auf jeden Fall habe ich ihr schon bei Instagram geschrieben. Das werde ich auf jeden Fall losschicken. Sie heißt Jenny. Ach man, ich habe jetzt mein Handy nicht hier. Fangen wir mit der Sache an, die alle haben wollten, und zwar dieses coole Oberteil hier. Ich verlose dieses Oberteil hier. Das ist, glaube ich, Größe... Steht hier nicht drauf, aber auf jeden Fall passt es mir. Also wer auch so Größe S, M hat, XS, dem sollte das passen. Entschuldigung. Auf jeden Fall macht mal dann jetzt einen Screenshot, Girls and Boys. Oh Gott, was ist denn jetzt los? Genau, Numero Uno, das werde ich jetzt mal nicht irgendwo hinschleudern. Dann eine Jacke, wo ich eine Diskussion angeregt habe, weil ich meinte, dass Marcel sie nicht so geil findet und ich sie deswegen verlosen werde. Da haben auch alle gesagt, oh, wie kannst du, sie ist doch aber eigentlich voll geil. Und richtig viele fanden die mega cool. Ich weiß, dass Adidas auch voll in ist und ich finde, irgendwie erinnert sie sehr an Adidas Puma-mäßige Jacken. Der Mantel ist eigentlich relativ schlicht, hat so Streifen auf den Ärmeln und dann steht hier noch an dieser offenen Seite Love, 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 Love. Finde ich irgendwie eigentlich richtig chillig. Wer diesen Mantel haben möchte... Jetzt ein Screenshot, bitte. Und dann haben wir zuletzt dieses gute Stück, wo mir echt viele auch geschrieben haben, dass sie die haben wollen. Und deswegen, wer diese coole Jacke hier haben will, die, glaube ich, echt geil für Fotoshootings und so wäre. Ich bin echt im Zwiespalt, ne? Aber ich habe es auch versprochen, dass ich sie verlosen werde. Deswegen gönnt euch. Dann macht jetzt ein Screenshot. Und das war's eigentlich auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich mega über einen Daumen nach oben freuen. Wie gesagt, vergesst nicht auf Instagram zu folgen und mir dort eine Direct Message zu schreiben. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!